bist du der Troll? Jetzt bin ich endlich voll, hat sie gesagt. Ich bin jetzt der Troll. Ja, ich hatte, glaube ich, noch 10% Nahrung oder so. Oh, das ist ja viel. Alles weggefressen. Ja, jetzt gehen wir. Tschüss. So, wir räupsen noch einmal. Wieso ich... Was scheiße geschmeckt. Und es fängt an zu regnen. Davon. Hört man doch. Dodo, das ist da hinten auch. Dodo ist doch da hinten. Dodo, komm! Dodo, Dodo, Ich muss gleich hier so einen Zickzackweg runtergehen, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Aber ich, ganz ehrlich, ich muss mal ganz ehrlich sein, wir werden, glaube ich, im nächsten Stream wieder auf Azura spielen. Du, wir können auch jetzt noch zu Azura wechseln, wenn du willst. Nein, wir sind jetzt gerade gut. Wir sind gerade mit den Kanus unterwegs. Vielleicht können wir noch irgendjemanden ärgern oder sowas. Irgendwelche Protections noch brechen, die man nicht versteht. Mal vom Thema abwechseln. Hier links diese Wand, die sieht so hässlich aus. Ja. Also, weißt du warum? Das ist, einfach nur eine Wand hingesetzt und dann einfach nach oben gezogen. Und dann hast du automatisch dann die, wie nennt man das nochmal? Die Textur mit, nur die Textur lang gezogen. Hat einfach gar keinen Sinn so zu machen. Ist bei Ark übrigens auch so. The Center ist komplett so gebaut worden. Komplett alles hochgezogen. Ich mag The Center. Auch spät, komm mal Kopf, Dodo. Ja. Shigo Island wird auch so. Schlaf schön, Celestia. Oh, Celestia ist schon wieder weg. Na. Sie den Dodo doch nicht allein lassen. So, was möchte. Ja, der Dex will heute auf die Kacke hauen, da sagst du was. Warum? Hab ich doch gar nicht. Wie denn? Warum? Nein, das war alles. Ich hab noch gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Ich hab eben nur die Fragen beantwortet. Wie lange dauert der Tag? Wie lange dauert. Zu kurz. Ist doch die richtige Antwort. Du bist sonst immer so diplomatisch. Nee. Abgekürzt. Haha, ich bin voll. Wo läuft ihr denn lang? Andere Seite. Jetzt zickzack laufen. Ah ja. Ich steig schon da runterfallen. Ich steig einfach ab. Das ist der erste Heul. Ich steig einfach ab. Ja, genau. Brennt ihr? Ach nee, doch nicht. Was? Tagal, die rennt schon wieder vor uns weg. Ja, ich komm nicht so schnell mit meinen Beinchen. Wie zum Geier kam der Kropos da hoch? Ja, gut, das ist kein Blöd, wenn man kein wendiger Raptor ist, ne? Ich häng irgendwie so fest, ich hab grad Schaden sogar bekommen. Eieiei. Komm hier nicht weg! Mach mal dein drehen. Ich kann nicht. Ich versuche es jetzt. Du bist ich hab doch gesagt, das ist der erste Feind. Ich gehe jetzt hier lang. Aber ich meine, ich hätte gerade Schaden bekommen, oder? Dann hättest du rote Dingsbums. Blut ist. Ach stimmt, 91%, ja. 83% Blut-Dingsbums. Tropfen. Oh. Hey, Tropfen ist doch Wasser. Hey, Wasser, ich wollte gerade sagen. Ja, stimmt ja. Was hatte ich denn. Was war denn? Das eine ist das, das andere ist. Nee, da eigentlich gar nichts. Ich meine, ich hätte mal ganz kurz rote. Da ist er wieder, der Männerschnupfen. Ich hab ein... Muss ich zurück hier einmal? Ja, einmal lang. Da ist jetzt Zickzackkurs hier. Nee.
ist der Fiat unter den Dios. Dinos. Sind wir aus der Protection Zone raus oder sind wir immer noch in der Protection drin? Ich glaube, jetzt sind wir wieder raus. Nee, oder? Wir sind noch in der Safe Zone drin. Ach, das reicht doch noch bis nach unten. Das geht bis zu dem Lazy River. Ah, okay. Also bis krass. Zu dem großen Fluss geht das runter. Das ist aber lang. Das ist groß, ja. Geht noch von bis aus. Aber lang. Bis zur anderen Great Falls. Das haben die reingenommen. Bis zur anderen Seite der Karte geht die Safe Zone. Viel weiter. Jetzt haben wir die verloren, weil es regnet. Dass mit den durch Dinos durchlaufen, fand ich anfangs auch ein bisschen doof. Aber andererseits bei so einer ganzen Horde, bei ganzen Dinos, die dann immer mitlaufen. Aber die werden ja wirklich ständig gegentitschen. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Oh, wei. So, dann sind wir raus. Was denn? Petra? Sind wir raus. Oh. Brauche noch ein bisschen. Vor allem ist es Purge und die trauen sich nicht aus der Safe Zone raus, Feiglinge. Tja. Sind die denn? Hier unten am Wasser, einfach runter, geradeaus runter. Ich suche irgendjemanden zum Ärgern. Ich bin Kanu, ich bin auf Aggression, sieht jetzt aus hier. Auf da hinten ist ein Kanu. Wo? Auf der anderen Seite? Weiß ich nicht, ich hab in der Ferne einen Grad gehört. Er kommt aus dem Busch, will. Warte ab, bis ich gewachsen bin, Mann. Wie der trinkt. Ich finde die Matschabdrücke immer so süß. Ja. Ich mach keine. Du bist zu leicht. Sollen wir rüberschwimmen? Oder sollen wir am Wasser weiterlaufen? Wenn dann würde ich. Irgendwie drüben, also auf beiden Seiten einfach. Wir wollten doch, glaube ich, zum Vogelkäfig, oder? Mhm. Wollen wir zum Vogelkäfig? Dachte ich? Ja. Ich? Wo ist der? Ich glaube, ja. Norden. Aber wir können nicht schnuppern. Ich glaube, das ist hier drüben. Ja, wir müssen aber über den Berg. Fluss. Warte. Müssen wir einmal hier drüber. Ja, aber wir müssten über den Fluss, aber da wo eine Insel ist, zwischenparken. Ja, die kommt hier vorne. Weil sonst ist es zu weit. Okay, die rennen schon übers Wasser, ich sehe das schon. Könnt ihr übers Wasser laufen? Ich würde eigentlich das Wasser spalten, aber King Lady hat gesagt, mach es lieber nicht, Angeber. Das ist Spaltungs-Rule-Break. Erstmal auch Ausdauer auftanken. So, das ist jetzt quasi die lange Insel. Jetzt müssten wir eigentlich genau nach Norden. Dann wird genau da, also genau hier in die Richtung. Dino Love. Hm. Wie war es nochmal? Ausrufezeichen Dino Love? Ja, und dann enger Name. Ich überleg mir die ganze Zeit, was kann ich denn noch essen? Dexter 23. Ja, finde ich auch ziemlich doof heute. Was denn? Es gibt nur 36% Dino-Lauf zwischen uns heute. Aber reicht. Reicht vollkommen.
Hauptsache, der Mann hat alles erledigt. Alles andere ist... Schon zu schnell. Mein Gott, das war mal wieder richtig gut. Was? Dino Love King Lady, was? Du willst mit dir selber gucken? Überfordert den Bot ein bisschen. Okay. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Austausch. Was ist denn da hinten? Links im Wasser, wer ist das? Einer von uns? Nee, ein Schand vor unserer Nase. Oh. Wer paddelt hier im Wasser? Das weiß ich nicht. Wie der Schand da steht, das ist irgendwie voll gruselig, oder? So im Nebel. Kanu, oder? Mit der Kanu zu uns? Chat schreiben? Welcher? Wo? 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 Kann, das ist Lion Creeper, glaube ich. Ja. Ist gerade auf der Insel. Okay. Sollen wir den Schand angreifen? Der wird aber kurz. Der weiß. Es sei denn, ihr macht es schlau. Also. Der Schand hat keine Chance. Der steht weit im Wasser, dass wir schwimmen müssen. Da haben wir keine Chance. Der schreibt Hi Kanos, das ist Nukana. Da ist schon wieder jemand, der Hi sagt. Metalbäcker. Ah, kommt aus dem Wasser. Ah, ignoriert uns mal, okay. Okay, das war sein Liebcall, glaube ich. Ich mach den Liebcall von hinten jetzt. Ein Kopfstoß und du bist tot, ne? Ja, klar, der hat diesen sowieso viel Aufstampfer. Zu stark. Sowieso viel zu stark. Aufstampfer sogar Giga-Stoß und sowas. Da ist er auf der linken Seite. Wo müssen wir hin? Hoch? Ich wollte gerade sagen, da hast du keine Chance, Dex. Nee, ich weiß nicht. Ja, hier lang. Eine Ferne hat einen Giga gebollt. Das war ich nicht. Bei dir hätte sich das auch so angehört. So, bei, ja, dir, ich glaub auch. Bei dir hätte sich das ja eher so angehört. Miau. Danke. Nix eine. Ich habe hier die Außenseite als nicht Kanus. Wir müssen zusammenhalten. Ja. Die ist doch das, wie war das nochmal? Das hässliche N-Line. Immer werden wir später wunderschön. Siehst du? Hat doch Vorteile. Hat doch Vorteile, in die Jugend gemobbt zu werden. Boah, macht einen nur stärker. Toll. Das ist schon richtig cool gerade mit dem Nebel und dem Regen. Ist hier irgendwo was zu futtern? Also Jim Lover gut lang. Das scheint Galvi nicht an. Auf der anderen Seite. Seid ihr so weit weg von uns? Ja. Nein. Warum denn? Nicht, weil ihr so schnell seid. Okay. Oh, hier kommen wir nicht hoch. Dann warten wir jetzt gleich, wenn es dunkel wird. Oh, was zu essen habe ich gerade gehört. Deck spielt weißer Hai. Nur 67% zwischen Metalbäcker und Metalbäcker. Ja, das tut mir jetzt leid. Ja, aber Mädel hat doch. Und Mädel, du musst dann auch einen Namen hinterschreiben. Mit wem du das messen willst. Kannst du auch mit dem Chat machen. Chatte mal. Du.
Wir hatten doch letztes Mal den ganzen Stream nicht einmal Regen gehabt. Und jetzt haben wir das Gefühl, jede 15 Minuten hast du irgendwie hier Regen. Was denn? Die sind doch schon wieder auf irgendeinem Berg. Ja, damit ich euch sehen kann. Damit ich euch besser sehen kann. Oh, Dex, warum hast du da so große Augen? Ach, da drüben auf dem Berg wahrscheinlich schon, oder? Sind die schon so weit? Nee. Ja, aber da habt ihr. Ich glaube, du musst noch ein bisschen warten, King Lady. Metal, warum spielst du eigentlich nicht mit? Hat er jemals die Eilen mitgespielt? Ja, ja. Es gibt. Metal? Echt? Da drüben auf dem Berg, echt. Da ist der Schand. Benny auch. Hier ist der Schandmaul. Ja, gut, ich glaube. Jemals mit den. Oder sein Rex oder war er Giga? Giga. Er hat den Quiz gewonnen, hat dann Giga, war dann Giga. Ach, guck mal, Taga, hier, wir müssen nur hier Dingens folgen. Führt uns da schon hin. Was? Wer ist das? Das ist eine schöne Schande hier. Irgendwas mit Lion, glaube ich. Eine Schande. Sieht wirklich aus, also auf den ersten Blick wie ein. Ach, seid ihr bei Lion Seeker? Ja. Ja. Ach, da rechts seid ihr ja direkt, guck mal, bei uns. Jo. Jo. Hallo. Jim Lover, heute hat es sogar bei mir auf Sizilien geregnet. Ich bin über die Autobahn, habe meine Schwägerin abgeholt am Flughafen und unterwegs hat es geregnet. Da habe ich mich auch nur gefragt, say what? Du müsstest die Strecke ja schon im FF können, oder? Oh, ätzend, ich komme mir vor wie so ein Taxi. Ich komme mir vor wie so ein Taxifahrer. Unternehmen Dex mit 23. Was hast du gesagt? Essen? Ja, hier. Du bist nach rechts abgedüst, ne? Folgen Sie meiner Stimme. Hier der 23. Gast fährt gratis. Siehst mich noch, ja, wa? Nee, ist so dunkel. Ach, da ist sie dich. Bei euch in Hamburg hat es geschneit. Nein. Ehrlich, bei euch in Deutschland schneit es immer noch? Oh, plus. Ja, bei mir hat es heute auch geschneit. Bei uns nicht, aber es war Sonne, blauer Himmel. Aber es war 4 Grad, hinterher 6 Grad. So, ich bin drüber gelatscht, ne? Ja, Latschi. Erstmal plattbanzeln, damit es besser wird. Ah, genau. Das macht das Fleisch softer. Zerfter. Genau. 23 plus 1, Dex. Was denn? Er hat doch geschrieben, 24 ist doch das Gleiche. Was? Ne. Musst du kurz nochmal anvisieren. Chat ist jetzt. Danke. Voll gerne. Admin, der den Chat liest, hä? Ich war's nicht, okay. Oh, da ist großes Essen. Hier ist okay, das Futter. Wir müssen hier rechts den Berg hoch. Dann ja, wir sehen euch da unten kraxeln. Aber hier ist gerade ein Ava gewesen. King Lady, hat der Metal jetzt eigentlich drauf geantwortet? Er hat es gekonnt ignoriert. Er ist in WoW beschäftigt. Ja, ja. Oh, WoW. WoW beschäftigt. Man kann das als Pausensnack hier noch spielen. Ja, eben. Wollte ich gerade sagen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Du hast, ich war auch WoWler und habe mit meinem Twink in Ironforge Klamotten vertickt. Und dafür habe ich auch nur Makros gehabt und habe die ganze Zeit irgendwie jede 3 Minuten immer nur auf diese Taste gehämmert. Verkaufe schwarzes Hemd. Weißt du, wie viele Leute mich angeschrieben haben, wegen diesem bescheuerten schwarzen Hemd? Nö, keine Ahnung. Viele, viel zu viele. Das Lustige ist, das schwarze Hemd, Achtung jetzt, hey, WoWler, zuhören, wo man das kaufen kann. Das kann man nämlich bei Booty Bay kaufen, bei einem ganz normalen Händler für ein paar Cent. Wusste aber irgendwie damals keiner. Und das habe ich mir dann immer tonnenweise gekauft und habe das dann verkauft. Braucht man das für eine Quest oder was? Nö, weil manche Klamotten, manche Rüstungen, da sieht man das Hemd drunter. Und wenn du weißes Hemd drunter hast, auf so einem schwarzen Killerhemd, dann siehst du aus wie so ein Zebra. Und dann wollen die ein schwarzes Hemd haben.
Und ich habe das dann gefunden und ist dann für teuer Gold verkauft. Und die Leute haben das gekauft, wie war ja, wirklich. Und das gleiche auch. Der Italiener kommt. Ja, raus. Und das gleiche habe ich ja auch. Da konnte man auch Papageien kaufen und so Tiere. Und da habe ich den mitgenommen zu Ironforge und verkauft. Ich kenne das nur mit Quest-Items. Wo in der Quest steht, geh zum Händler XY und kaufe ein Glas rum oder so. Oder einen Krug rum. Und dann, ja. Weil viele Leute den Questtext nicht lesen und scheiße, wo krieg ich das jetzt her? Und das Erste, was wir machen, gucken wir ins Auktionshaus. Mama war sehr stolz auf mich, als ich mit nach Hause, kam, mit sehr viel Geld in die Tasche. Ich sag das aber, diese ganzen Quatsch-Geschichten erzähle ich immer wieder und immer wieder. Dann macht sich der Dirk, also der Grey Fox, macht sich der Grey Fox immer lustig. Ich habe mich als kleiner Twink habe ich mich dann immer, oder auch ganz am Anfang, wenn du noch gerade angefangen hast, habe ich mich dann an einem Greifen hingestellt, da wo die Leute immer losfliegen. Du musstest nur schnell sein, ein Makro bauen und musst die Leute anklicken und dann direkt diesen Makro hauen. Dann steht dann so, hey, hi, ich bin gerade ganz frisch aus dem Wald gekommen, mir fehlen ein paar Kupfer. Das musst du schreiben, mir fehlen 2 Kupfer, ich kann nicht fliegen. Und könntest du mir vielleicht 1 oder 2 Kupfer geben? Dann, damit ich fliegen kann. Und dann sagen die, ey, was, 2 Kupfer, Junge? Hier, hast du ein Gold. Danke. Kannst weiter fliegen. Aha. Kommt der Nächste? Gleiche Makro. Weißt du, wie viel Gold du gesammelt hast? Aber wirklich... Kleiner Scammer, ey. Das war so gut. Da ab, und der Grey Fox war so am Lachen immer. So, du bist voll der Schmarotzer, ey. Und ich war in kurzer Zeit war ich reich. Ach, die... Mensch, was geht ihr alle so früh ins Bett? Haben wir nicht Samstag? Ich weiß auch nicht, was los ist. Heute Zuschauer sind heute weniger. Die Jugend von heute. Ja, die Jugend von heute geht zu früh ins Bett. Flux, gute Nacht. Alle heute raus. Alle gehen bei anderen Streamern heute Sons of the Forest gucken. Ja. Hab auch gedacht, dass du heute nochmal spielst und das durchziehst. Nee, ich wollte heute mal eine Runde nur wieder Eil spielen. Und morgen dann? Ja, ist gone. Ist gone. Ja, ich bin gespannt, wie du es findest. Wenn es startet und wenn alles funktioniert. Mal gucken, was jetzt passiert. Scorn ist jetzt das vierte Mal hintereinander hat das nicht funktioniert. Also nicht funktioniert, hat es nicht geklappt mit entweder Stream ausgefallen, Strom ausgefallen, Überflutung im Haus, irgendwas. Kann man im Vogelkäfig rein, oder? Man konnte rein, ja. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Nee, geht leider nicht mehr. Geht nicht mehr. Oh. Wie lahmarschig der Schand ist, sorry. Der Schand ist immer noch da oben, ist immer noch am Kraxeln, ganz gemütlich. Das wäre echt ein super Platz da drinnen, ey. Ja. Da könnte man wunderbar PvP-Kämpfe machen. Gymlover, ja, es ist. Ich hatte einfach gerade Bock, wieder ein bisschen Seil zu spielen. Seil haben wir jetzt. Ah, jetzt, ja, man kriegt ja immer dieses Aufblitzen, ne, weil wir so nah an Strukturen von Menschen sind, ne? Ja, aber hier war das eigentlich nie so extrem. Ich habe voll extreme Blitzblatz, Britz, Brutz. Ja, das haben die wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Mein Bildschirm ist kaputt. Mal gegenhauen. Kölner, was bist du denn? Ist der bei euch mit in der Gruppe? Ich würde es dir nicht empfehlen. Also machen wir das. Solo-Kano, du kannst doch reingeladen werden. Ach, Kingler, die ist auch da oben. Also, man fällt zum Glück nicht durch diese kleinen Käfig-Dingens. Bisschen schlecht ist mir schon, ne? Muss ich schon beim zugeben. Ersten Mal schon. Wir müssen mal ein Gruppenfoto machen. Gekrissel? Ja, Gruppenfoto-Sex. Oh Gott, da gehe ich nicht. Gruppenfoto 6. Ah, übrigens, wir könnten eigentlich mal ein Giveaway raushauen. Für die Leute, die da geblieben sind. Nicht für die gegangen sind. Wir sind over the top, ja? Brüllen da so? Ich. Willst du nicht aufs Foto? Nee, da komme ich nicht drauf. Da gehe ich nicht drauf. Oh, das ist mir schon komisch, wenn ich das bei dir drücke. Boah.
Was für Gekriegsel, ey. Das Gekriegsel geht mir so auf den Senkel. Wie kommt man denn hier runter? Gleichen Weg, würde ich mal sagen, oder? Wir sterben jetzt alle, Kingler. Die haben uns in den Tod geführt. So. Haha. Die gehört eigentlich zu den anderen und ist auch ein Admin. Der 21. Admin. Der Geheime. Der Dodo ist doch weg. Könnt ihr den Kölner einladen? Der ja, ist bestimmt. Es sei denn, er will nicht. Und jetzt? Das war's. Spiel vorbei. Spiel kaputt gespielt. Essen. Tadö. Können wir zum Port gehen? Tadost? Nee. Sa. Sa. Oh, wie wird denn das. Wie wird denn der Name gesprochen? Wo, welcher? Irgendwas mit Tentakel am Ende. Amitaya? Was? Tentakel Amitaya, okay. Ja, Amitaya ist doch Mrs. Tentakel. Ja. Was ist in dieser Richtung? Kommen wir von dieser Richtung hier? Nee, ne, oder? Von. Da unten kommen wir ja. Ansonsten gehen wir hier hoch. Oh, wenigstens das Krisseln ist nicht mehr da. SpongeBob. Ich habe übrigens mal SpongeBob den Film geguckt. Ich weiß nicht. Also SpongeBob ist echt lustig, finde ich echt nett. Finde ich wirklich nett gemacht und lustig auch. Und der Film, es gab so einen Film, ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, aber ich habe einen Film davon gesehen und den fand ich auch voll nett gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein SpongeBob-Fan. Ich habe das nie damals geguckt. Ich habe das einfach jetzt. Nüsse? Ja, zwing die in dem Film. Ah ja. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen, yeah. Okay. Taube Nüsschen, yeah. Nicht? Okay. Ich, wie gesagt, ich kenne mich. Ich habe den nie gesehen. Der erste SpongeBob-Film, der war gut. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Rede weiter. Du kennst es ja schon. Nee, ist okay. Ja. Ich war gerade total beeindruckt davon, dass du es so gut interpretieren konntest. Ich liebe diesen Film. Ich fand ihn so gut. Ja, aber gab es nicht mehrere? Ich weiß nicht, welchen ich da jetzt gesehen hatte. Ich glaube, das gab jetzt der Film, ja, oder? Es gibt auch noch einen, da sind die aber auch so 3D-mäßig auf einmal irgendwie so ganz komisch auf einmal. Ja. Den ich geguckt habe, da geht es um den König. Ja, um den König, genau. Ja, genau, okay. Den fand ich voll nett. Ja. Den fand ich echt nett. Also, hast du auch geweint? Ja, immer so. Ja, immer, immer. Immer. Ins Fäustchen. Super geweint habe ich. Du weinst, glaube ich, bei jedem Scheiß, kann das sein? Ja, Mann, lach mich doch. Das kann ich auch gut. Ich habe gestern bei Let's Dance getanzt, weil da die eine, die ich so toll finde, das so gut gemacht hat. Hab ich mich getanzt? So gefreut, dass ich geheult habe. Let's Dance getanzt? Let's Dance. Was ist das? Also bei RTL kann ich nicht weinen. Das ist so ein ich weine, dass ihr's guckt. Tanzshow, wo halt so Promis halt mit Profi-Tänzern tanzen. Oder Influencer jetzt. Ach so. Wir müssten mal ein bisschen nach Norden laufen, weil wir sind gleich am Kartenrand. Ah, wo ist Norden? Hier lang. Hier ist noch Futter. Wenn ich es kriege. Keine Ausdauer mehr. Jawohl dann. Wenn du privat mit mir zu tun haben würdest, dann müsstest du das regelmäßig abkriegen. Ich habe auch immer Singverbot bekommen. Was? Im Büro. Frechheit. Ich finde das alles vollkommen okay. Einen an der Schüssel zu haben, ist perfekt. Macht doch auch Spaß. Oh, hier ist was zu essen. Hier ist was zu essen. Ja, ich krieg's nicht. Baum! Weg, Baum! Nein, Stein! Baum! Baum, Stein! Baum! Aua! Oh, ja, ich muss auch aufpassen. Oh, der läuft hier rein. Yeah. Killt ihn. Muss man voll aufpassen. Ich weiß noch, beim ersten, die ersten Streams, alle beißen sich, alle liegen tot darum. Der andere blutet, der andere schreit. Hilfe, Hilfe, Sunny, Medic! Kannst du keine Rippchen mehr essen, ne? Nee. Jetzt nicht mehr. Alle Rippchen für mich! Oh yeah! Also, was mir
was ich mal sehr beeindruckend finde. Ich würde ja gerne mal Synchronsprecher werden. Aber ich bin nicht der Meinung, dass ich eine Stimme habe für einen Synchronsprecher. Und wenn ich dann so einen SpongeBob oder den Pumuckl höre, ist das Gute. Die haben eine tolle Stimme. Total lustig. Total. Oh mein Gott. Verdammt gut. Ich liebe solche Synchronsprecher, die einfach so ganz, ganz besondere Stimmen haben. Wirklich einzigartige Stimmen haben. Ja, ganz einzigartig. Es gibt aber ein Forum, da kannst du dich quasi anmelden und so Sprachproben reinstellen. Und dann in der Hoffnung, erstmal so bei Amateursachen mitzumachen. Oder halt Animes werden, ja. Ich habe mich da auch mal angemeldet, aber müsste das mal raussuchen, wie das heißt. Irgendwo habe ich noch eine E-Mail, glaube ich. Du hast da auch mal was reingeschickt, oder was? Nee, reingeschickt hatte ich noch nichts. Da muss man, glaube ich, so verschiedene, in den verschiedenen Emotionen, glaube ich. Ja, ja, genau, sagen, genau. Dann gucken, dass du das halt jetzt über die Stimme hinkriegst oder so. Ja. Hier waren ja, glaube ich, Synchronsprecher auch Schauspieler und Sänger und alles, ne? Glaube ich, ja. Da musste man ja alles können damals. Ja, aber früher haben die Schauspieler auch als im Theater angefangen. Ja, heutzutage ist das ja nicht mehr so. Heute, also nicht alle, aber heute der Große. Heute sind ganz erstmal Influencer. Ja. Also, aber wenn die das trotzdem können. Ja, aber du musst schon. Hier ist noch was zu essen, falls jemand was braucht. Ich habe bei meiner Mutter. Nee, ich brauche nichts. Oh, hier ist gerade jemand. Ich habe bei meiner Mutter, als ich jetzt in Deutschland gewesen bin, irgendeine Serie geguckt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. War das Intro irgendwie, ich kriege nicht genug? Kann das sein, irgendwie so? Alles, was zählt. Das ist, die ganz ehrlich, es tut mir so leid. Auch wenn vielleicht irgendjemand von euch dazu gucken sollte, das ist so schrecklich gewesen. Ich laufe immer vor Kids und meine Mama guckt das. Die können. Das ist quasi so eine klassische RTL 2 Soap. Ja, ich aber. Die RTL Soap. Aber manche können das. Also ich finde das, find das so schlimm. Ich finde das so schlimm geschauspielert auch noch immer so. Aber ist klar. Das ist die Masche so, ne? Ja, aber das sind halt, ich weiß nicht, glaube ich, so deutsche Laienschauspieler, oder? Nein, das klingt jetzt böse, aber... Schrecklich. Die sind halt schon mal ein bisschen anders. Ja, ganz, ganz schrecklich geschauspielert. Also das ist, ich glaube, für dieses Level als Serie, hier Soap-Serie, vollkommen okay. Aber mehr auch nicht. Ja, das ist halt dieses bisschen spontane, die haben ja nur ein leichtes Skript so und die haben ja keine festen Sätze, die die da auswendig lernen, sag ich mal. Ist ja so fast schon Serie? Alles improvisiert, die haben ungefähr so einen Handlungsstrang und demnach müssen die das dann halt schauspielern. Ja, ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend, dass diese ganzen Soaps. Ja, ich warte auf euch. Ich unterbreche ihn doch nicht. Bei den Soaps. Die schaffen das 3, 4, 5 Folgen, sogar manchmal eine ganze Staffel in einem Zimmer zu verbringen. Weil, ja, Claudia, hast du wirklich mit Gerner? Nein, das kann nicht sein. Dann zeigen die Augen schwitzend. Deine Mutter total Gott. Aufgeregt und du... Was passiert jetzt da? Oh Gott. Aber wir können da hinten zu dem Lone Pond gehen. Vielleicht gibt's da jemand. Aber das war doch Kartenrand, oder nicht? Nee, da geradeaus nicht. Geradeaus nicht, aber wenn wir jetzt weiter nach Osten gegangen, dann ja, wir sind ziemlich am Rand. Jawohl, dann den Soap im Badezimmer ist vollkommen okay. Soap. Oh, Berlin, Tag und Nacht. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich das geguckt habe. Ey, ach du Scheiße. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass sich die Storys immer wiederholen. Ich glaube, einer der bekanntesten und ältesten Serien ist Beautiful. Kennt ihr die? Hä? Beautiful ist einer der... Kenn ich nicht! Doch, eine... Ja. Guck mal, die heißen, glaube ich, Reich und Schöne bei euch in Deutschland. Ja, das läuft, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, das sind die bekanntesten und die ältesten... Und die laufen immer noch. Es läuft immer noch diese Serie, ja. Also, und ich kenne nur, dass GZS super alt ist und schon richtig paar tausende Folgen hat. Reich und Schön war doch, glaube ich. Vorher, viel früher. Ist eine amerikanische. Der Hammer ist. Lief das nicht bei Dallas in der Zeit? Ich weiß es nicht ganz genau. Der Hammer heißt, es heißt ja eigentlich Beautiful. Und Beautiful, ihr wisst ja, was das heißt, ist ne, schön. Und wenn ihr euch mal die Leute anguckt, die da drin schauspielen, dann denkt ihr auch, ey, ich hätte gerne irgendwie eine Silikonfabrik oder sowas. Die sind alle komplett gespritzt im Gesicht. Wieso deine Vasektomie? Ja, weiß ich nicht, damit ihr mit den Kindern keine Kinder... Googelt mal. Googelt mal Beautiful.